Die Inzidenz im Landkreis Reutlingen ist weiterhin am Sinken. Am Sonntag, den 30.05., könnte sie den fünften Tag in Folge unter dem Schwellenwert 50 liegen. Falls dieser Fall eintreten sollte, können ab Montag, den 31.05., weitere Lockerungen in Kraft treten. Beispielsweise dürfen sich dann maximal 10 Personen aus 3 Haushalten treffen und kulturelle Einrichtungen können öffnen. Außerdem gibt es Lockerungen beim Einzelhandel. Eine Terminbuchung, Datenerhebung und ein negativer Schnelltest sind zum Einkaufen nicht mehr erforderlich.